Hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich hoffe... nicht hoffe. Irgendwo, was wollte ich sagen? Wieso sag ich, ich hoffe? Ach, kein Plan. Machen wir den nächsten Trainer. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen, während ich es aussprechen wollte. Warum schaust du mich so fasziniert an? Tu ich nicht, du schaust mich an, ich schau die Wand an. Mensch. Eine Herausforderung von Göre Friederike. Radfratz, okay. Damit wird Taubsi fertig. Level 10 sogar nur, okay. Damit wird Taubsi definitiv fertig. Sitzt Ruckzuckhieb ein. Ich glaube, dann werde ich auch gleich auf Ruckzuckhieb umsteigen. Damit Radfratz nicht mehr schneller ist als ich. Oder als Taubsi halt. Was? Okay, ich setze lieber Ruckzuckhieb ein, nicht, dass er jetzt auch Ruckzuckhieb einsetzt. Und wir nochmal extra Damage fressen, durch Rutenschlag ja nochmal Verteidigung gesenkt und so. Wäre nicht so gut. Und als nächstes Nidoran weiblich. Da wird Taubsi auch mit fertig und kriegt dann sein Level 14. Aber Level 15 ist doch echt safe drin, schätze ich. Krass. Krass, krass, krass. Verteidigung von Taubsi sinkt. Bam. Okay. Heuler ist nicht so geil. Ich will halt auch... Obwohl, Windstoß ist ja auch... Ne, Windstoß nicht. Windstoß ist spezial, ne? Stimmt. Ich würde halt gerade ungern irgendwie Ruckzuckhieb oder so einsetzen, weil halt die Chance besteht, dass Taubsi vergiftet wird. Aber wir setzen es einfach mal ein und riskieren eine Vergiftung. Ich hoffe aber nicht. Was? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe kein Gegengift mehr, ne? Wir müssen gleich zurück ins Pokémon Center, Leute. Ich glaube, ich habe echt kein Gegengift mehr. Doch! Sogar noch genug, lol. Okay. Ich dachte, ich hatte nur eins. Egal. Taubsi von Vergiftung befreit und wir machen den nächsten Käfersammler. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Okay. Dann lass uns kämpfen. Okay, zwei Pokémon, ein Raupi und dann wahrscheinlich noch ein Hornliu. Schätze ich jetzt einfach mal. Oder ein Safcon. Das kann natürlich auch sein. Windstoß. Bam. Oh. Fast gewonshottet. Das ist gut. Warnschuss, okay, Initiative sinkt, das heißt, wir werden Ruckzuckhieb und nicht Tackle einsetzen, um möglichen Damage zu vermeiden. Bam. Auch wenn Tackle ausgereicht hätte, aber egal. Und ein Safcon, ja, okay. Das kann nur Härtner, das heißt, Windstoß ist angebracht. Zack. Und da Härtner die Verteidigung stärkt und nicht die Spezialverteidigung, ist Windstoß auch, ja... Vom Damage-Faktor gleich. Oder Windschuss ist doch spezial, oder? Das gucke ich jetzt mal eben nach. Nicht Tausch. Bericht. Windstoß. Ist. Oh. Gibt es noch keine Spezial und so? Doch, klar, oder? Ah. Oder kann ich das jetzt hier nicht nachgucken? Ah, ne. Das geht ja auch hier bei Kampf, ne? Flug, nein, hä? Okay. Gibt es hier noch keine verschiedenen Typen oder Arten? Doch, natürlich muss es ja. Aber Windstoß ist ja... Naja, das dürfte spezial sein, weil es ja nicht die Flügel benutzt, so prinzipiell. Also nicht den Körper zum Angreifen. Dass man den Pokémon besiegt, sondern halt den Wind dazu nutzt. Also dürfte es ja eigentlich funktionieren oder ausreichen. Oh, du bist ein Trainer? Oh, huch, sollen das etwa Ernährungsversuche sein? Wenn du auf... Mädchen-Mädchen-Action stehst, dann vielleicht. Eine Herausforderung von Göre Robin. Hey, Robin! Und sie hat einen Pummeluff. Wir nutzen Ruckzuckhieb, ja. Und nach dem Pummel... Was? Oh, ich wusste gar nicht, dass... Oh, verdammt! Okay, wir wechseln das Pokémon. Nutzen Smetbo. Das wusste ich nicht. Ich habe nämlich keinen Bock, dass kein einziger Angriff trifft. Oh, okay. Gut, ich wusste nicht, dass das, dass das Schambolzen als Fähigkeit hat. Vielleicht hatte ich auch echt gerade nur komplett... Ist... Okay. Okay, gut, Level 11, natürlich. Macht das so wenig Schaden. Das hat mich echt gerade ein bisschen gewundert. Aber gut. Oh, ich dachte gerade, ey. Und wahrscheinlich hatte ich auch gerade einfach echt nur Pech, dass das halt instant getriggert ist. Aber gut. Oh, komm, dein Ernst? Musste das jetzt sein?
Pummelhof. Gesang. So, dann setzt zweimal Fadenschuss ein, schläft tief und fest. Dann gleich nochmal Tackle. Ich bin nämlich der Meinung, wenn man verschiedene Attacken einsetzt, dann wacht das Pokémon schneller wieder auf. So habe ich das immer im Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nur Mythos ist. Oder halt echt nur Einbildung oder so. Aber, ja. Schläft immer noch tief und fest, okay. Dann bleiben wir jetzt bei Konfusion. Wie war das? Ich glaube, 5 Runden ist das Maximale, dass du schlafen kann, oder? Ich glaube schon. Nice. Pummelhof besiegt. Smetbo dürfte bestimmt auch ein Level abbekommen, oder? Taubsi 111, Level 15, sehr gut. Und Smetbo, naja, nee, okay. Bleib mir fern. Okay. Und Leute, wir sind auf Route 3. Das heißt, wir können ein neues Teammitglied suchen oder finden. Und das versuche ich jetzt auch. Aber ja, ich versuche es kurz ein paar Mal, während ich aufnehme. Weil die Rate, glaube ich, echt niedrig ist. Moment, ich guck mal eben nach. Ich habe das Fenster ja zum Glück noch offen. Da ist es. Der Route 3, Blatt grün, 1% Auftauchchance. Ist halt echt wenig. Aber ich versuche es. Ansonsten pausiere ich gleich einmal kurz die Aufnahme und suche es so lange, bis es auftaucht. Pummelhof. Ist nicht so... Nee. Wäre natürlich auch cool zu fangen. Einfach nur um die für die Pokédex und so. Und ich glaube, das versuche ich auch, oder? Ja, komm. Ich glaube, ich mache das. Habitat kann ich jetzt auch fangen. Einfach nur für die Pokédex-Einträge und für die Dings. Später gibt es ja diese bestimmten Inseln, ne? Oh. Ich glaube, ich sollte vielleicht ein anderes Pokémon an die erste Stelle packen. Ich glaube, wir nehmen mal Smetbo, weil das ist am niedrigsten vom Level her noch. Ja. Oh, ein Mankey. Das haben wir auch noch nicht. Holen wir auch nochmal. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, später gibt es ja noch die... Also, nachdem wir die Liga gemacht haben, gibt es ja noch die Möglichkeit, verschiedene Inseln zu bereisen. Island irgendwas, glaube ich. Ne? Bin der Meinung, ja. Und die erweitern sich, oder die Möglichkeiten, ich glaube, es gibt 7 Inseln. Und je mehr Pokémon wir gefangen haben, desto mehr Inseln können wir, glaube ich, bereisen. Und ich glaube, das ist bei 50 Pokémon oder so. Wenn wir 50 Pokémon gefangen haben, dann können wir, glaube ich, alle bereisen oder so. Ich weiß es nicht genau. Muss ich mich nochmal genauer erkundigen. Und komm schon, Mankey, Alter. Du bist voll low. Bleib drin. Bleib jetzt drin. Ansonsten verschwende ich gleich keine weiteren Pokébälle. Okay, gut. Mankey wurde gefangen. Mankey wurde ein Eintrag zum Pokédex angelegt. Okay, Mankey. Affe. Okay. Alles klar. Ein reizbares und unberechenbares Pokémon, dessen Gemütsstand binnen Sekunden wechselt. Ah. Nein, ich möchte Mankey keinen Spitznamen geben. Mankey ist auch nicht das Pokémon, was wir suchen. So, letzter Kampf und danach mache ich alles offscreen. Alles klar. Ja, Gott, komm. Habitat fangen wir auch noch hier in dem Part. Beim Aufnehmen. Ich habe halt Angst, Konfusion einzusetzen, weil ich nicht weiß, wie effektiv, also wie strong das ist. Okay, wir können nochmal Tackle einsetzen und danach das Habitat fangen. Habitat wäre natürlich auch eine coole Wahl für ein Flug-Pokémon gewesen. Aua. Aber ich weiß nicht, mag Habitat nicht so sehr, auch Ibitak später nicht. Da finde ich halt doch Taubsi, beziehungsweise später halt Tauboga, um einiges besser. Und Habitat instant gefangen beim ersten Versuch, das ist natürlich sehr gut. Habitat wurde ein Eintrag zum Pokédex angelegt. Okay, Habitat, Kleinvogel, es ernährt sich von Insekten, die es im Gras findet. Ein starker Flügelschlag hält es in der Luft. Okay. Nein, ich möchte Habitat keinen Spitznamen geben. Alles klar, ich pausiere kurz den Part und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Pokémon gefunden habe. Bis gleich. Hey Leute, ich hab's gefunden. Hat ein wenig gedauert und ich habe in der Zwischenzeit noch ein Pummelhof, ein Nidoran weiblich und ich glaube, das war's. Habe ich gefangen? Damit ihr Bescheid wisst. Ja.
Wir wollen dieses Nidoran. Wir wollen es einfach. Ein Volltreffer, okay. Als ob es... Oh, jetzt ist mit... Oh, okay. Stimmt, das ist keine Schnabel. Okay. Ich war auch nochmal in der Stadt, hab ein paar Pokémon abgelegt halt. Oder alle Pokémon wieder abgelegt. Und nochmal ein paar Pokébälle gekauft. Und ich hoffe, es ist slow genug, dass wir es fangen können. Ja, beim ersten Versuch. Geil. Nidoran männlich wurde gefangen. Nidoran männlich. Giftdorn. Die großen Ohren bemerken Gefahren frühzeitig. Die großen Hörner enthalten ein starkes Gift. Nein, wir wollen keinen Spitznamen für Nidoran. Und wir geben gleich erstmal ein Gegengift an Smetbo. Nicht an Chigi. Oh Mann. Smetbo. Und wir geben Nidoran einfach mal einen Trank. Weil wir es ein wenig trainieren wollen gleich. Und dann gucken wir uns erstmal die ganzen Pokémon, Pokédex-Einträge an. So, Shigi hatten wir auch alle. Abitak hatten wir auch schon. Ja, genau. Nidoran weiblich, genau. Nidoran weiblich, Giftdorn. Dieses Pokémon ist sehr klein, verfügt aber über starke Gifte. Das Weibchen hat kleinere Hörner. Okay. Nein. Und Nidoran männlich hatten wir gerade auch, genau. Sowas hatten wir noch. Pummeluff habe ich gefangen. Bummeluff, Ballon. Wenn seine Augen aufleuchten, dann singt dieses Pokémon ein Lied, das seine Gegner in Schlaf versetzt. Okay. Und sonst, Mankey hatten wir ja... Genau, Mankey hatten wir auch. Stimmt. Und ich glaube, das war's jetzt aber auch schon. Genau. Ja, ich habe die beiden Pokémon noch gefangen gehabt. Ich dachte so, komm, wenn ich schon hier Nidoran suche, dann kann ich auch noch die anderen Pokémon fangen, die auftauchen. Hier ist noch ein Trainer. Gucken wir erstmal hier. Hier ist nichts mehr, okay. Oh. Den. Ich habe so viele Nidoran weiblich gefunden, ne? Ich dachte mir so, oh nee. Habe ich Nidoran gar nicht an erster Stelle? Verdammt, okay. Ich würde halt gerne, also Nidoran muss halt trainiert werden. Ist halt Level 6. Muss halt dringend trainiert werden. Das heißt, es bleibt an erster Stelle und ich werde immer auswechseln. Oh, du bist kein Trainer. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria. Azuria City hieß es, genau. Ist sehr beschwerlich. Oh, Pokémon-Kampf. Den. Unser Nidoran hat zum Glück Schnabel. Er hat nur Schnabel? Ich dachte, das ist Artikel auch. Okay. Komm, vergifte dich. Warum wird es denn nicht vergiftet? Ich habe eben einen Angriff gemacht. Und instant vergiftet. Das war bei Nidoran weiblich davor auch schon so. Mann. Komm schon. Aber okay. Das dürfte ein paar Erfahrungspunkte auf jeden Fall gut geben für Nidoran. Wir müssen es halt echt trainieren. Es ist Level 6. Unsere anderen Pokémon sind schon ein wenig voraus. Oh, hör doch auf mit Sandwirbel. Sandwirbel ist echt ätzend. Ich meine, Fadenschuss ist halt einfach nur langweilig. Aber Sandwirbel bringt halt echt viel sogar. Okay, wie es aussieht, diesmal nicht. Na egal. 47 Erfahrungspunkte. Fast ein Level up. Schade, nur fast. Wurde 3 zum Mondberg. Okay. Und hier oben dürfte ein Pokémon Center sein, ne? Oh, das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Rocco ist cool. Er ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und wird respektiert. Ich möchte auch ein Arena-Leiter werden, wie er. Okay. Dann gib dir Mühe, dann schaffst du das. Aber ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Okay, über so einen kleinen Stein stolpern ist echt schon ein bisschen peinlich, glaube ich. Okay. Hallo, ihr Leute. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500. Ah. Nein, ich wollte dir doch nur einen Gefallen tun. Das ist wahrscheinlich der Typ, der auch dem einen Trainer oder dem einen Boy in Mamoria City 1 verkauft hat, ne? An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Ah, ja, das wusste ich schon. Man kann zwar mehr besitzen, aber nur 6 dabei haben. So, hallo, alter Mann. Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über Team Rocket. Über Team Rockets Schandtaten. Oh, das ist schon schade, ey. Wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Eine Zeitung. Wow, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, was man lesen kann. Zum Bericht oder so. Aber okay, dann nicht. Gut, Mondberg, Tunneleingang. Alles klar, auf in den Mondberg. Ui. Und ich bin am Überlegen, ob ich hier echt Schutz einsetze.
Weil die ganzen Pokémon und so, aha, ätzend. Also sie geben halt für Nidoran echt gute Erfahrungspunkte, weswegen das eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre, hier ein bisschen zu trainieren. Smetbo auch gegen Zubat zum Beispiel immer sehr gut, wegen Konfusion. Ist halt schon gut. Ist halt schon ganz praktisch. Konfusion. Dürfte One-Shot sein, oder? Nicht? Okay, dann nicht. Es kommt mir jetzt alles so langsam vor, weil ich ja eben die ganze Zeit mit Vorspulen halt gesucht habe. Mit der Vorspultaste. Die Pokémon, aber... Ach man, das legt sich bald wieder. 38 Erfahrungspunkte, sehr Level 7 für Nidoran, sehr schön. Smetbo leider noch kein Level up, aber Smetbo dürfte Level 12 auch bald erreichen hier. Kugelsaat! Oh, das ist natürlich gar nicht mal so unpraktisch, aber ich habe kein Pokémon, was das erlernen kann, glaube ich. Obwohl... Gucken wir gleich mal. Wenn Nidoran zum Beispiel das erlernen kann, dann gebe ich ihm das auf jeden Fall. Weil er sich dann hier in der Höhle gegen die Kleinsteine selber behaupten kann. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Keine schlechte Idee, schätze ich. Auch wenn die ganzen Pokémon hier nicht so viele Erfahrungspunkte geben, ist es halt immer noch für Nidoran ein solides Training, würde ich meinen. Für die anderen ja auch noch relativ. So, gucken wir mal. Wir haben ja auch Felsgrab. Felsgrab würde ich tatsächlich auch für Nidoran gern einsetzen. Ach so, hier TM, VM-Box. Kugelsaat. Kann leider keiner erlernen. Schade. Felsgrab kann Nidoran leider noch nicht. Nee, wahrscheinlich erst Nidorino. Würde ich jetzt mal einfach so schätzen. Oh. Erstmal das Item holen. Paraheiler, okay. Könnte nützlich werden, obwohl hier in der... In der Mondberghöhle glaube ich eher nicht. Aber, naja. Das könnte Nidoran eigentlich auch schon alleine schaffen. Er ist nur Level 7. Und Blutsauger ist halt nicht effektiv. Deswegen. Solange es halt nicht vergiftet wird, ist halt alles okay. Das macht halt echt wenig Damage. Ach nee, das ist mir zu viel. Das dauert mir zu lange. Außerdem könnte Smetbo das Level 12 auch gut gebrauchen, auf jeden Fall. Ah, ein Damage halt. Ist nichts. Ist einfach nichts. Konfusion. Nicht mal One-Hit. Obwohl es halt drei Level unter uns ist, okay? Wenn das Level 10 mit Zubat nicht One-Hit war, war okay. Aber Level 8 dachte ich, ist schon One-Shot. Aber na, okay. Dann nicht. Nidoran Level 8. Energiefokus, ja. Auch nicht so nice. Oder so nützlich. Aber hallo Trainer. Wer da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Ja, sagt der, der einfach ankommt und kämpfen will. Ich wollte hier einfach nur erkunden und du, weißt du? So ein... gegen den Käfersammler kann sich Nidoran echt gut alleine schlagen, ne? Durch Schnabel? Doch. Eigentlich echt gut. Das dürfte Nidoran easy hinkriegen. Könnte zwar jetzt halt auch ein bisschen länger noch dauern, aber... Die Erfahrungspunkte sind für Nidoran echt gut drin. Solange nicht vergiftet? Okay, ich habe kein Gegengift mehr. Aber die Höhle ist ja, also Pokémon Center ist ja gleich hier vorne, also von daher ist das, die Vergiftung jetzt noch nicht so schlimm. Später in der Höhle wäre es halt echt unlucky und echt problematisch, aber jetzt geht's noch. Sehr schön. 121 Erfahrungspunkte. Schönes Level-Up für Nidoran. Und das Raupi? Kokuna, okay. Ich dachte jetzt Raupi, das wäre auch cool gewesen. Das Kokuna gibt Nidoran definitiv auch nochmal ein Level up. Und schon hat es unser Team relativ gut eingeholt. Taubsi ist halt echt unser strongstes Pokémon momentan mit Level 15. Aber ja, das ist ja... Ist ja erstmal egal. Taubsi kann halt hier in der Höhle bisher nichts machen wahrscheinlich. Bei den ganzen Kleinsteins und so. Deswegen ist es gut, dass wir es eben auf der Route gut trainiert haben. Und dieses Härtner, ey. Warum haben die Entwickler gegnerischen Kokunas und Safcons nur Härtner gegeben? Ich meine, es entwickelt sich doch aus Hornliu. Anstatt, dass sie dem dann noch Tekel oder Giftstache geben, so. Anstrengend. Okay, noch ein Schnabel. Oh, sogar... Wieso durften wir jetzt als erstes angreifen? Okay. Und Level 10 für Nidoran. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Du hast mich eiskalt erwischt, ja. Das war's jetzt aber auch erstmal mit dem Part, Leute. Würde ich sagen, ja, ich glaube, wir haben bei 9 Minuten oder so aufgehört. Also die Pause gemacht, sag ich mal, den Part kurz pausiert. Dann reicht das jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!